Wie findet man eigentlich geeignete Literatur? Im Studium ist es so, Sie brauchen eigentlich ständig Literatur. Ob Sie eine Seminararbeit schreiben, eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation, eigentlich egal, Sie sind ständig auf der Suche nach Literatur. Sie können es natürlich leicht machen, Sie können Ihre Dozentin oder Ihren Dozenten fragen. Naja, aber so ganz zum eigenständigen Studium passt es ja nicht. Und Ihre Dozentin oder Ihr Dozent haben Ihnen ja vielleicht schon einige Grundlagenliteratur in Moodle oder anderen Plattformen empfohlen. Und wenn Sie jetzt die Dozentin oder den Dozenten fragen, dann ist das ja auch immer nur ein bestimmter Teilbereich, den Sie entsprechend dann wahrnehmen. Also insofern, es spricht vieles dafür, sich selbst auf die Suche nach Literatur zu machen. Nicht zuletzt auch, dass nämlich die Suche nach geeigneter Literatur auch zur wissenschaftlichen Leistung gehört. Also das heißt, ein Teil der Leistung Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit zum Beispiel, bei der Dissertation natürlich noch viel mehr, ist, dass Sie auch geeignete Literatur finden zu dem jeweiligen Thema. Also kurz gesagt, Literatur zu suchen, ist einfach immer wieder ein Fall in einem Studium. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Suchstrategie, die viele Studentinnen und Studenten verwenden, nicht so unbedingt ideal ist. Also es passiert mitunter, dass Studentinnen und Studenten so suchen, wie sie meistens suchen, nämlich mit Google, Bing und so einer Standardsuchmaschine. Und das führt in der Regel nicht so richtig zu guten Ergebnissen. Oder anders gesagt, man kann Glück haben mit diesen Suchen. Häufig hat man aber kein Glück. Und das liegt an unterschiedlichen Gründen. Das liegt zunächst einmal daran, dass die Suchmaschinen in der Regel nicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studentinnen und Studenten benutzt werden, sondern von jeder und jedem. Und das sorgt dafür, dass die Suchmaschine zwar das Ergebnis, die betreffende Seite findet, die Ihnen vielleicht für Ihre Arbeit weiterhelfen würde, aber wenn Sie mal schauen, wie viele Suchergebnisse gefunden wurden, irgendwas im Millionen- oder sogar Milliardenbereich, dann wäre es vielleicht erst auf Seite 276, wenn Sie so weit runterklicken, dass Sie dieses Ergebnis finden, was Sie eigentlich suchen. Und Hand aufs Herz, so sucht natürlich niemand. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Problem der Suche, sondern eher ein Problem der Aufmerksamkeit auf das Ergebnis. Das heißt also, die Suchmaschine, eine Standardsuchmaschine, ist nicht die Idealform für eine Literatursuche. Denn das, was in der Regel auf den vorderen Seiten ist, ist vielleicht von der Werbung mal abgesehen, die ist natürlich ganz vorne, aber ist natürlich eher das, was sehr viele Menschen interessiert, auf das sehr viele Menschen geklickt haben. Deswegen ist das Suchergebnis entsprechend weiter oben. Aber das muss nicht unbedingt das sein, was auch in wissenschaftlichen Kontexten für Ihre Arbeit, für Ihre Bachelorarbeit, Hausarbeit, Seminararbeit, Masterarbeit entsprechend interessant ist. Also lieber erstmal nicht bei Suchmaschinen schauen. Was durchaus bei Suchmaschinen interessant sein kann, ist erstmal ein Blick in die Wikipedia. Denn häufig sind die Artikel ziemlich gut und gibt Ihnen sozusagen einen ersten Eindruck von dem Thema. Man hat in der Regel vielleicht ja nur ein Stichwort, nehmen Sie an, Sie wollen über Medienbildung schreiben. Dann hat man erstmal nur diesen Begriff und vielleicht erste Assoziationen, die man aus Vorlesungen oder aus Seminaren kennt. Und der Wikipedia-Artikel, der ergänzt das nochmal. Das heißt also, Sie hätten dann die Möglichkeit, was Suchmaschinen häufig das Problem haben, dass man immer nach Volltextbegriffen sucht. Also wenn Sie beispielsweise nach dem Begriff Medienbildung suchen, finden Sie vielleicht Aspekte, die den Begriff Medienkompetenz enthalten, nicht. Obwohl es, wenn man an die Zieldimension in der Medienpädagogik denkt, eigentlich identisch wäre. Das heißt also, man würde wahrscheinlich, wenn man nach diesen Begriffen, nach diesen Synonymen sucht, würde man auch interessante Literatur finden. Und dabei hilft zum Beispiel die Wikipedia, weil sie nämlich erste weitere Synonyme Ihnen bekannt macht für eine Volltextsuche. Noch viel mehr bringt aber tatsächlich die Recherche in einer gut sortierten Bibliothek.
Denn in der Bibliothek können Sie sich auch erstmal so voranhangeln, wie Sie es zum Beispiel auch mit jeder Suchmaschine tun würden. Sie gehen in einen Katalog oder auch, wenn es entsprechend nicht nur ein Zettelkatalog ist, sondern auch ein OPAC, ein Online-Katalog, dann können Sie entsprechend Ihren Suchbegriff eingeben und bekommen entsprechend Literatur dazu. Was ich viel interessanter dabei finde, ist sozusagen, dass Sie bei vielen, gerade Universitätsbibliotheken, das Magazin angezeigt bekommen, in dem sich dieses Buch befindet. Das heißt also, in der Bibliothek haben Sie ganz allgemein den Vorteil, wenn sie gut sortiert ist, dass Sie nicht nur ein Werk finden, wie beispielsweise bei einer Suchmaschine, sondern dass Sie gleich im richtigen Regal schauen, in dem noch mehr Literatur, zum Beispiel jetzt in diesem Fall zum Thema Medienbildung, steht. Das heißt also, Sie finden Ihr Buch, das Sie gezielt gesucht haben, aber vielleicht sind interessante Beispiele, interessante Literatur rechts und links von diesem Buch. Und das ist einfach ein großer Vorteil der physischen Bibliothek bei Ihrer Literaturrecherche. Aber wenn Sie an diesem Punkt sind, entsprechend vor dem Regal stehen, das zu Ihrem Thema passt, dann beginnt eigentlich erst die richtige Literaturrecherche. Denn dann kommt, dann sollten Sie nämlich nicht nur das erstbeste Buch nehmen, sich ausleihen und entsprechend durchlesen, sondern dann sollten Sie erstmal schauen in einer Bibliografie. Vielleicht ist das ein Sammelband. Ideal ist natürlich, wenn Sie mit einem Grundlagenwerk einsteigen, aber auch eventuell mit einem passenden Sammelband zu Ihrem Thema. Gleiches gilt natürlich auch für Zeitschriften. Wenn es eine entsprechende Ausgabe gibt, die genau zu Ihrem Thema passt, dann schauen Sie am besten in diese Zeitschrift. Und dann aber, wie gesagt, nehmen Sie nicht einfach nur das Buch mit und lesen das komplett durch. Das können Sie natürlich auch machen, aber zunächst mal würde ich in die Bibliografien, in die Literaturlisten gehen, die in den einzelnen Artikeln sind. Am besten in den Artikeln, die besonders gut zu Ihrem Thema passen. Und dort wiederum nach Titeln suchen, die noch besser zu Ihrem Thema passen. Und wenn Sie das gemacht haben, in einer gut sortierten Bibliothek, kann das dann so funktionieren, dass Sie dann das nächste Werk sich suchen, wieder über den OPAC, kommen wieder vielleicht in ein neues Regal, in dem Sie rechts und links wieder interessante Sachen finden und schauen sich dort wieder in die Bibliografie bzw. in die Literaturliste hinein, wiederholen das entsprechend und irgendwann auf diese Weise bildet sich dann entsprechend Ihre Literaturliste. Es kann dann sein, dass Sie irgendwann merken, okay, das ist ein Werk, das wird immer wieder erwähnt, das lese ich jetzt auf jeden Fall mal, das scheint also etwas Grundlegendes zu sein. Und darüber nochmal wieder neue Synonyme kennenlernen, nach denen Sie wieder suchen und entsprechend weitersuchen können. Das ist der wirklich beste Weg, wie Sie Literatur finden können.